Ja, ich bin mal wieder, wie immer in meinem Leben, auf einer Treppe angekommen und überlege gerade, ob ich die runterklettern darf. Aber hallo Freunde erstmal. Soll ich da mal runtergehen? Ich glaube, so weit habt ihr noch nie gesehen. Und den Mann, der ist schon ganz dofte, das ist der Uwe, Uwe Werner. Einige von euch werden ihn sicherlich kennen. Aber was der in seinem Keller hat, ich glaube, da lohnt sich die Treppe runterzugehen. Wir gehen da mal los. Hallo, wer kommt denn da? Wer stampft denn da die Treppe runter? Stampfen? Wer hat denn hier gestampft? Ich bin doch wie so eine Elfe hier runtergeglitten. Ja, im Vergleich zu früher stimmt das natürlich. Komm rein. Ich wiege ja fast gar nichts mehr. Ja, so wie Luftzupf. Wie eine Feder. Wie eine Feder. Von einem Eisenbahnwaggon. Alles klar, komm. Ja, bin ich ja gespannt. Schau mal, heiliges Reich hier. Was wir alles haben hier. Ach, hier. Ihr begrüßt mich ja schon 2 Kilo Fleisch. Was ist das denn? Aber, ein heranwachsender Heros Severus. Aber die rechte Hälfte, du siehst, 1,60 Meter, 1,80 Meter, gehören dem Pärchen Caquetaia Spectabilis. Und die kriegen das bei solchen Kalibern, kriegen die ihre Brut großgezogen? Ja, natürlich. Die lassen niemanden auf die rechte Seite. Ist ja eine Menge. Und ja, gut, das ist ein Kapitaler. Der kann ja hier, da kommt er, da hält er. Guck, siehst du, wie er die wegjagt? Da hat einer seine Grenze nicht eingehalten. Genau so, genau so. Da muss er mal 10 Zentimeter zu weit und dann sofort einen halben Meter zurück. Und wir können Mutprobe machen. Die haben heftige Zähne, du kannst immer einen Finger reinhalten. Dann werden sie unter Umständen, jetzt müssen sie sich erst um die anderen Fische kümmern. Ach so, die anderen haben gesehen, da kommt der Finger, kommt ein Störer und dann können wir ja auch so weit wie der Störer kommen. Ja, und das könnte ja auch Futter da geben, weißt du, deswegen kommen die. Ja, die sind sich nicht ganz sicher. Naja, beißen tun sie mich ja nicht. Ich muss ja auch nicht jeden Film mit Verletzungen beenden. Das sind ja auch meine Fische, die sind nett zu dir. Ja, so ähnlich sah das ja bei mir im Keller auch aus, obwohl wir haben noch gar nichts vom Keller gesehen. Ich habe schon mal so einen Blick nach da hinten geworfen, aber das war einfach so und du bist genau so ein Aquarianer. Man hat ein Aquarium in der Größe oder den Platz in der Größe und dann muss das passen und man verschenkt ja nichts. Das heißt, das Aquarium steht bis ganz hinten an der Wand, dass bloß nichts verschenkt wird. Kein Zentimeter, man darf nichts verschenken. Hier kann man keinen Kalender in diesem Keller aufhängen, weil nirgendwo Platz ist. Das ist ein wirkliches Problem. Selbst ein Telefon konnte ich nicht unterbringen. Wo soll ich es hinhängen? Alles voll mit Aquarien und irgendwelchen Behältern. Es stehen ja sogar Becken auf den Aquarien. Kleine zwar, aber auch die müssen sein, auch die braucht man. Und mehr Platz ist eben nicht. Ja klar, so hatte ich das auch gemacht. Also jetzt mal nicht an die Fans, liebe Kunden. Die Aquarien, die wir verkaufen, stapelt man zu Hause bitte nicht voll übereinander. Diese Aquarien stehen auf dem Aquarium. Und wenn ihr das mal versucht zu Hause im Wohnzimmer, würde ich erstmal mich erkundigen, wie gut die Hausratversicherung ist und ob die Schäden bezahlt. So ein alter Hase oder besser gesagt alter Aquarianer, in diesem Fall ein Zichlidiot, der weiß, wie das geht. Der kriegt das hin, das ist alles in Ordnung, aber das ist nicht zum Nachmachen, auch wie man in anderen Firmen sieht, nicht über 18 Jahre, auch mit 18 Jahren geht das nicht, das geht gar nicht, das geht nur beim Uwe im Keller. Genau so ist das, Norbert. Warte, ich mach dir mal das Licht an. Ja, das sind kleine Zuchtaquarien, in denen ich Opisthogramma züchte. Hier unten sieht man zum Beispiel ein kleines Männchen, das neben der Bruthöhle des Weibchens sitzt. Und hier sind kleine Borelli drin, auch Opisthogramma, die ich aus Uruguay mal mitgebracht habe. Und das Spannende daran ist dann noch diese super schöne Abdeckung, Eigenanfertigung, aber funktionell. Jetzt blendet das mal ein bisschen. Das ist also auch genau das, wie man das nicht im Wohnzimmer macht. Aber für so einen Züchter, baut sich das zusammen. Das muss ja alles in den Keller wie so ein Puzzle reinpacken. Auch die Steckdosen, die Stromversorgung, das wollen wir alle mal lieber gar nicht zeigen. Hier ist natürlich alles FI geschützt, ganz klar. Alles andere darf man ja eh nicht machen. Das ist alles super, super sicher hier. Auch hier diese Pyramide, ein Aquarium drauf, eine Beleuchtung oben drüber und ganz oben drüber. Naja, wer weiß, was wir gleich noch auf anderen Aquarien sehen. Das gehört einfach dazu. Bei so einem richtigen Aquarianer im Keller muss das so aussehen. Wenn ich das mal anders vorfinden würde, würde ich sagen, der ist bestimmt gar kein Aquarianer.
das ist nur ein Fischzüchter. Und was hast du hier unten für welche? Das sind Teraps irregularis aus Südmexiko. Die gibt es dort in mehreren schnell fließenden Flüssen, im klaren Wasser, wo sie eben auch ihre Jungen so spazieren führen, wie das jetzt hier im Aquarium der Fall ist. Gut, dass ich nicht in so einem schnell fließenden Gewässer lebe. Sonst müsste ich ja auch so schlank sein. Oh, da ist ja auch ein Gelege. Guck mal, ist das nicht ein... Ein Heros. Eine Herosart. Und zwar eine Lokalform aus dem Tapajós in Südamerika. Rechts das Männchen, links das Weibchen und im Hintergrund die Eier an der Steinplatte. Das sind Tiere, die ich von einem französischen Freund bekommen habe, aus der französischen Zichlidengesellschaft, mit dem ich auch schon verreist bin. Und der hat mir die Fische vor einem Jahr geschenkt, als kleine Babys. Ah, très bien. Ah, Monsieur Norbert est polyglotte, il parle français. Ah, j'aime les pêches. Des poissons, Norbert. Poisson heißt Fisch. Pêche heißt Pfirsich. Ist doch egal, ob Pfirsich oder Fisch. Hauptsache, das schmeckt. Komm, wir gehen nächstes Aquarium gucken. Was hast du denn da? Sind die nicht ausgestorben? Hast du mal eine Leiter? Kann ich mal haben? Ey, die sind ausgestorben. Das sind die alten Aquarianer. Ne? Die Fische sind schon lange in der Natur ausgestorben. Aber die alten Aquarianer noch nicht. Und die haben also noch Fische, die gibt es gar nicht. Ich glaube, die gibt es überhaupt nicht. Oder hast du die schon länger oder hast du neue gefangen? Ja, die habe ich seit etwa anderthalb Jahren. Die Ausgestorbenen? Die Ausgestorbenen, die haben wir in Kamerun beim Schnorcheln wiedergefunden. Ach. Im Baron Bibo, in einem Kratersee. Und afrikanische Fänger haben sie uns dann nach Deutschland geschickt. Ah, ihr habt also jetzt genau zugehört, wo er die gefangen hat. Dann könnt ihr da mal hingehen und könnt die füttern, damit die sich wieder besser vermehren. So ein bisschen Tierschutz schadet ja nicht. Robert, komm, ich habe hier kleine Krenizichler aus Südbrasilien. Wir füttern die mal, die haben immer Hunger, die sind immer darauf bedacht, nicht zu kurz zu kommen. Da ist immer was los. Aber was hallo. Und was ist mit denen? Kriegen die nichts? Die gucken ganz traurig darüber. Das machen wir später. Die kriegen grobes Futter und die kriegen feineres. Die kriegen kleine Würmer und müssen separat gefüttert werden. Hör mal, gib mal was, dass wir die hier auch füttern. Das kann ich ja nicht mit ansehen, Mann. Kannst du doch machen. Ja, klar. So. Hörmanns Fleischsalat. Keine Schleichwerbung. Keine Schleichwerbung. Also das ist, der Uwe, der hat also hier leckere Sachen im Keller stehen. Ja. Ne? Total Hammer. Kannst ja mal kosten. Ich gebe da doch lieber einen Fischen. Ja, jetzt steht keiner mehr traurig an der Scheibe. Jetzt wissen wir, wo lecker ist. Was fütterst du denn da? Glasscheibe mit Stein? Das sind Grindalwürmer aus einer Zuchtkultur. Das heißt, die züchtest du womöglich selber? Nicht nur ja, die Fische, sondern auch das Futter? Die werden mit Schmelzflocken, mit Babyflocken gefüttert und vermehren sich auf Seramis ganz gut. Auf Seramis? Ja. Seramis habe ich davor in den Blumen oder so. Ja, genau. Aber die halten die Feuchtigkeit und die brauchen ein warmes, feuchtes Milieu. Da hättet ihr da bestimmt auch Appetit dran, ne? Hier mal in dieses Walnusseis, mal hier so ordentlich zu knabbern, ne? Ey, super toll, wie du deine Fische ernährst. Ja, und wer ist das jetzt? Oder da unten? In diesem Aquarium sitzt ein Pärchen Pelvicacromis pulcha. Die Mama lugt gerade aus der Höhle. Und das Männchen auf der linken Seite. Und hier unten ein Pärchen Pelvicacromis sacrimontis. Da ist das Weibchen auf der rechten Seite mit den Babys. Hammer. Und der Kerl ist abgehauen? Hast du nur das Weibchen oder wie? Nein, das Männchen ist auch da drin. Aber das versteckt sich, das ist ein bisschen scheuer. Das Männchen ist so dicke Männer gar nicht gewöhnt. Ja, danke. Hör mal, Uwe, der passt ja gar nicht rein. Kauf dir noch mal zu Weihnachten eine größere Röhre. Ach nee, Weihnachten ist noch so lange, ne? Ist noch sehr lange hin. Aber ich muss ja auch noch sparen. Ist ja auch nicht alles billig bei Zayak, ne? Ja, danke. Hör mal, kannst du mal hier die Großen füttern? Guck mal hier, die sehen da super toll aus. Da wollen wir bestimmt alle mal sehen, wenn die fressen. Das ist ja wohl eine Hammergruppe hier. Und die stehen auch rechts in der Ecke, weil die Kleinen,
Die bewachen ihr Gelege und die halten auch die ganze große Gruppe in Schach. Da schwimmen schon die ersten Babys. Ah ja, die ersten fangen an zu schwimmen. Wahnsinn. Ich gehe mal Futter holen. Ja gut, ich gucke mir mal den Keller weiter an. Ja, das ist ja hier wo man ein toller Aquarianerkeller, ne? Die Heizung steht hier drin, man braucht ja auch einen warmen Raum. Das ist ja alles wichtig. Die ganze Technik für die Heizung ist auch da. Und weil er ja Raum sparen muss, ist der Druckausgleichsbehälter hier über mich. Das ist natürlich total Hammer. Und wieder hier diese schönen Aquarienanlagen. Alle ganz toll gebaut, ohne Gestelle, einfach Aquarien auf Aquarien gestellt. Und ganz oben hat er seine Grindalwurmzuchten, die sind da auch noch oben drauf. Ja, da kann der Uwe ja nicht so dick werden. Immer wenn er füttert, muss er auf eine Leiter klettern, bis nach da oben und wieder darunter. So muss ein Aquarienraum aussehen, wenn man also Fische züchtet. Alles immer zur Hand. Hier so ein paar Eimer. Hier in den Eimer schwimmen junge Guppies. Hier könnt ihr einmal ganz kurz reingucken, solange der noch nicht da ist. Der schimpft sonst gleich, wenn ich hier überall alleine dran gehe. Hier hat er die jungen Guppies. Hier drüber im Becken sind natürlich die Elterntiere. Und die sind da ein paar Tage drin, bis die alle schwimmen können. Und dann kommen die hier in diese Gruppe dabei. Der Uwe ist noch weg. Guck doch mal hier, wie er das alles schön vorbereitet hat. Alles, was so ein Aquarianerherz braucht, ist hier. Alles perfekt. Auch immer die Steckdosen sofort am Aquarium. Hier drin ist mit Sicherheit eine super Lüsterklemme, hat man früher immer gemacht. Steht aber auch extra dran, nur Licht, dass man sie nicht vertont. Alles ganz wichtig, richtig toll sortiert. Kleine Babys in alle Aquarien, alles super. Ja, ja, Norbert, komm, wir füttern jetzt erstmal die Großen. Ja, genau. Jetzt gucken wir. Wir haben ja auch genug in der Ecken geguckt. Ne? So manche Aquarianer mögen das nicht, wenn man so in der Ecken guckt. Aber hier ist ja alles okay, das ist ja wirklich in Ordnung. So geht das, aber jetzt wird es spannend. Jetzt gibt es Grill. Ah, die Geophagus sind sehr schüchtern. Ja, die trauen sich nicht so richtig, weil der Kleine, der bewacht ja hier seine Brut und ja, der hat da gar keinen Spaß dran, dass die anderen jetzt einfach sich darüber hinwegsetzen auf sein Revier und hier rumfressen. Und hin und wieder wird da so ein bisschen Stoff verteilt hier. Da gibt es immer mal Druck. Hör mal, hau ab hier aus meinem Reich. Und wenn es mal andersrum ist, wenn die Großen ableichen, dann kriegen die Kleinen Stoff. Genau so ist das. Was ist denn mit dem? Hat der Lippenstift da drauf? Oder machst du das? Nein, der sieht einfach so aus. Der hat solche gefärbten Lippen. Das sind übrigens die Erdfresser Afrikas. Hör mal, Uwe, hier hängen ja bei den Königssichliden die Eier oben unter der Decke. Wie kann das denn eigentlich sein? Beim einen liegen die auf der Erde, beim anderen unter der Decke. Haben die da unterschiedliche Techniken? Oder wie machen das die Fischer? Es gibt ja bei den Zichliden verschiedene Brutpflegeformen. Alle Zichliden, die offen bleiben, heften ihre ovalen Eier mit einer Längsseite an. Mit einer Längsseite an das Substrat. Egal, ob das Substrat waagerecht, leicht schräg oder vertikal steht. Sie werden mit der Längsseite angeheftet. Dann gibt es Höhlenbrüter. Die haben wenig Platz in der Höhle und deswegen heften sie die Eier mit der Polseite an. Mit dem vegetativen Pol. Das ist der Pol, wo sich später der Schwanz richtig entwickelt. Da ist ein Fadenbündel und damit hängen die Eier an der Decke. Deswegen können die Eier viel enger beieinander sitzen und nehmen sich noch viel Platz ein. Ja, und dann gibt es noch natürlich die Maulbrüter. Das sind Eier, die oft kugelig sind. Maulbrüter, die sofort die Eier ins Maul nehmen. Oh, wo viele Maulbrüter haben kugelige Eier, relativ große Eier, die gar nicht mehr kleben, wobei es auch Ausnahmen gibt. Aber in der Regel werden schubweise nicht klebende Eier abgeleicht, sofort ins Maul genommen und unter Umständen sogar erst im Maul des Weibchens besamt, dadurch, dass das Weibchen dem Männchen folgt, das seine Afterflosse abspreizt und dabei die Spermien abgibt. Und so gelangen die Spermien ins Maul des Weibchens und werden dort besamt. Ja, das ist ja ein Hammer, was ich jetzt gehört habe. Der Uwe hat sich noch mehr mit seinen Fischeier beschäftigt als ich. Aber der ist ja auch 6 Jahre älter als ich.
da konnte er mehr lernen. Also ich habe jetzt ganz viel dabei gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch was dabei gelernt. War das jetzt spannend oder nicht? Also wenn ihr auch so einen Keller habt mit Fische drin und könnt uns mal was erzählen, aber bitte jetzt nicht über eure Eier. Wir könnten auch mal ein anderes Thema aufnehmen. Dann könnt ihr uns gerne einladen und dann berichten wir darüber. Aber ich glaube, jetzt war wirklich genug. Für heute reicht das. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich kletter wieder die Treppe auf. Wir sehen uns. Bis nächsten Mal. Ja, hallo Freunde. Habt ihr eigentlich mein Buch schon gelesen? Ich habe gehört, so ein paar haben das immer noch nicht. Ihr guckt Norberts Geschichten in verschiedensten Videos. Und das Buch, da sind Geschichten drin, die ich überwiegend gar nicht verfilmen kann, weil die aus meiner Jugend sind, wo ich aufgewachsen bin, was ich damals schon erlebt habe. Aber ich kann mich ja nicht kleiner machen, wie ich bin. Das heißt, die Geschichten, als ich noch kleiner war, bis ich herangewachsen bin, da findet ihr die. Also Pflichtlektüre für jeden Norbert-Fan, ganz klar das Buch. Und wir haben natürlich auch wie jedes Jahr, ich habe auch gehört, dass einige noch gar nicht wissen, dass wir einen Katalog haben oder dass wir gar nichts verkaufen. Klar verkaufen wir was. Wir haben den größten Zubehörkatalog, den es überhaupt im Tierbereich gibt. Das heißt, alles Zubehör, was man sich vorstellen kann. Wir haben im Durchschnitt 114.000 verschiedene Artikel im Geschäft vorrätig. Die meisten sind hier im Katalog als Nachschlagwerk und den könnt ihr sogar kostenlos bestellen. Einfach info@zayac und schon kommt der Katalog kostenlos ins Haus. Und wenn ihr das Buch mitbestellt, das kostet natürlich ein bisschen mehr, 19,99 €. Lasst ihr euch da zusammenkommen, schicke ich das euch auch kostenlos nach Hause.